Ja. Bill Murray hat gesagt, ich soll streamen. Also nicht so in dem Wortlaut, aber ich habe den Befehlston darin erkannt. So krank bist du dann wohl nicht, dass du hier den ganzen Tag streamst. Ja. Ich habe noch nicht. Ich habe keinen Mittag und kein Abendbrot gegessen. Und im Stream werde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber weiß gar nicht, dürfte nicht so schlimm sein, wenn ich mich trotzdem spritze, ne? Insulin muss trotzdem sein irgendwie. Hau ich mal eben rein. Ihr kriegt schon nichts mit. Wenn ich umkippe, keiner von euch hat meine Adresse. Passt dann schon. So, geht dann hier rein. Ins Bein geht's rein. Ah, wartet. Ah. So, nein, ich zeige kein Bein. Obwohl, Bein verstößt nicht gegen TOS, oder? Aber wenn man sich da eine Spritze reinjagt, ist das schon, zählt das als Self-Harming? Oh, Nummer 1. Nicht mehr viel drin. Ja, jetzt kommt das normale Insulin. Eben war das Langzeit. Und jetzt? Muss ich austauschen. Ich glaube, für morgen früh wird es dann nichts mehr. Muss ich mir aus dem Kühlschrank holen. So, Moment. Ich muss erstmal meinen Bauch. Das Kabel hier im Weg hier. Weg mit dir. So ein Störenfried. Ja. Auch erledigt. Das lasse ich mal hier liegen. Wo ist der Deckel? Hier. Ah. Nur noch ein Milliliter übrig. Dann kann das Ding weg. Ab in den Müll damit. What geht, by the way, nicht? Ja, ich habe Hallo gehört. Wieso soll ja nicht gehen? Ich habe dein Hallo gehört. Oh, warte. Ich weiß nicht, was das ist, warum der Bot mit OBS oder warum OBS mit dem Bot nicht zusammenarbeitet. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Pass auf. Warte mal, wieso sehe ich das nicht, wenn ich das auf einen anderen Bildschirm schiebe? What the fuck? Was ist das? Was macht das Spiel? Hä? Wieso läuft das Spiel im Vordergrund? Ich kann OBS nicht reinschieben. Mit Fenstern. Ich wollte gerade sagen. Na Quatsch, was mache ich denn? Doch, na klar, hier. Wo man das wahrscheinlich schwer erkennen kann jetzt. Pass auf. Das ist das Speakerbot. Hier ist der Soundbot. Also der Bot für Sound. Und ich weiß nicht, was da los ist, warum das immer rot ist. Hier steht doch explizit Streamerbot 023 und ich habe noch keine andere Wahl. Ich nehme den 023er. Der ändert sich nicht. Der hat kein Update, kein gar nichts. Ich habe echt keine Ahnung, warum OBS das Ding nicht erkennt. Warum nicht? Es steht doch exakt das Gleiche da. Klicke ich das jetzt an, das Gleiche, dann ist es. Und ich schwöre, ich mache das eigentlich vor jedem Stream. Überprüfe ich das, weil es zweimal einen Fehler gab und ich dachte, das hätte sich inzwischen behoben. Da kriege ich Plack. Ich weiß nicht, was das ist, an was das liegt.
Ich meine, es muss ja ein OBS liegen, wenn das Ding nicht erkannt wird. Der Streamerbot ist extra dafür da. Was willst du mit Übereinstimmung, hä? Aber ist doch das Gleiche. Das hier, sonst Fenster desselben Programms finden. Und das gleiche muss jetzt natürlich auch mit dem Speakerbot passieren. Genauso, der Sound vom Stream Deck wird nicht abgespielt. Also über OBS. Ich muss das Stream Deck ausschalten und nochmal neu starten, damit das von OBS erkannt wird. Wie bescheuert ist das denn? Dungeon, den Bot habe ich nicht neu gestartet. Twitch-Speaker. Oh, der hat das hier schon. Der hat das ja schon. Gut, da weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber er hat das ja schon hier drin. Ich spiele deinen Sound gleich ab. Oh, das Mädchen. Hier, gucke. Heißt der nicht einfach Dunjo? Gucke mal. Wie in dem Hollywood-Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, der tägliche Gruß ist Ihr Antrag zur direkten Demokratie. Sie sind das Murmeltier und ich bin heute Bill Murray. So. Jetzt habe ich den Ausschlag in OBS gesehen. Also mein Antrag zur direkten Demokratie. Nee, du bist doch. Hä? Du bist doch. Du bist doch Bill Murray. Nochmal an den neuen Spiel beginnen. Ah. Performance on point. Schon beim Eingang. Sound gar nicht? Die haben zwei fucking DLCs. Oder soll es die Musik sein? Spielt er jetzt Musik ab wahrscheinlich, die ich ausgemacht habe. Ja, ich höre Klopfen, aber Motorgeräusch ist keine Musik. Na gut, bei Twitch vielleicht. Warum haben wir keine Motorgeräusche? Jetzt höre ich was. Aber das ist nicht unser Motor. Willst du das Tutorial spielen? Es ist sehr lange her, wir spielen das Tutorial. Glaube ich, damals die Demo haben wir, glaube ich, gespielt. Oder nur ich? Ich weiß gar nicht. LKW 100. Kann mir das mal jemand erklären? Das waren 100% von LKW? Hä? Okay. Einfach ignorieren hier. Ach, E drücken. Ich habe Escape gedrückt übrigens, weil ich in die Optionen wollte. Erstes vervollständigtes Tutorial. Meinte meine Frage. Ach so. Ja, die.
Die dreimal am Tag Dosis ist von Fiasp und Langzeit ist von Tiesto, nee, wie heißen die? Tuyero, also Spanisch. Wie Torero. Tuyero. Und natürlich einmal in der Woche Ozempic. Plus die 8, halt, stopp. Jetzt habe ich eine Woche lang 9 Tabletten. Nee, ich habe für 2 Wochen Tabletten bekommen. Und jetzt habe ich früh immer 9 Tabletten. Aber ich glaube, 2 davon sind nur für, 2 davon sind nur für, sag schon. Genau. Für Diabetes. Der Rest ist fürs Herz. Das heißt, ich habe jetzt wieder. Oh nee, warte, ich habe gelogen. Das sind 7 Tabletten jetzt. 6 habe ich jetzt immer früh. Die haben ja einige wieder abgesetzt gehabt. Aber insgesamt 6, 7, 8, 9. Insgesamt habe ich jetzt 10 Tabletten. Pro Tag. Das ist nice. Und alle haben ihre Nebenwirkungen. Und eine Tablette, und zwar die, die ich jetzt aktuell habe, soll gegen die Nebenwirkungen helfen. Spritz Insulin und nimmst noch Tabletten dazu. Pipi-Tabletten, um den Zucker mit auszupipien. Zum Beispiel. Also anders habe ich nicht. Wofür die Tabletten sein können. Also, die hatte ich schon vor meinen Herzproblemen genommen. Hohen Blutdruck habe ich nicht. Hatte ich mal, aber das war ja schwankend als hoch. Hast du das noch nicht so lange? Was, die Tabletten? Ich habe die seit 5-6 Jahren. Ich habe mich nie drum gekümmert um meinen Diabetes. Habe ich schon richtig Anschiss bekommen. Ich meine, ich messe ja meinen Zucker auch gar nicht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Diabetiker, der kein Buch führt. Ich messe nicht, ich spritze einfach. Allerdings, also ich habe keine Angst, dass ich unterzuckere, weil das kann ich nicht. Da dieses wöchentliche, ist glaube ich gar kein Insulin, aber diese wöchentliche Spritze, die ich nehmen muss, Ozempic, die verhindert, dass ich unterzuckere. Wie auch immer das geht. Also nehme ich fast immer die gleiche Dosis zum Spritzen. Ja, das ist ein bisschen laut, muss ich sagen. Kann ich jetzt endlich in die Optionen? Ja. Kann die Master runterdrehen, das wird vielleicht helfen. Ist ja wahrscheinlich alles beeinflussen. Wieso ruckelt das denn manchmal so? Jetzt läuft es doch flüssig. Als ob der immer mal einen Schluck auf hat. Hatte ich nicht mal einen LKW? Buch für euch auch nicht. Messen so 3-6 Mal am Tag. Du hast aber auch Typ 1, oder? Nee, ich bin Typ 2. Ich habe Diabetes, weil ich fett bin. Und zu viel Süßes gefressen habe.
Bei Typ 1 ist das noch was anderes. Für Typ 1 kannst du ja nichts. Ich bin selber schuld. Ich hab Typ 2. Ich bin an allem selber schuld, was ich habe. Jetzt ist mein LKW da unten, mein Truck. Ach, und Danjo? Das ist schon eine Weile her, aber ich hab auch nochmal geguckt wegen Lenkrad. Und nochmal bei mir nachgemessen. Also, meine Kralle muss mindestens 6 cm, also es müssen mindestens 6 cm reinpassen. Besser war wahrscheinlich 6,1. Und das bieten die Logitech-Dinger nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gefunden habe, als Tipp ist, dass ich mir eine Holzplatte auf meinen Tisch draufschnalle, auch mit so Klemmen, und an der Holzplatte dann das Lenkrad befestige. Ja, Holzplatte drauf, die ein bisschen rausguckt, und dann das Lenkrad da dran befestigen. Das wäre für mich die einzige Möglichkeit, ein Lenkrad zu nutzen. Nee, wundert mich, weil du hast Insulin spritzen musst. Sonst geht es meistens mit Tabletten. Nee. Ich kenne so viele, die Diabetes Typ 2 haben, die sie spritzen müssen. Am Anfang ging es noch mit Tabletten, aber wie gesagt, ich habe mich halt einen Scheißdreck drum gekümmert. Ja. Und das war halt immer schwierig bei Operationen. Da bin ich immer in der Intensiv, haben die mich immer dann reingeschickt zum Aufwachen, weil die halt Schiss hatten, dass ich nicht mehr aufwache. So, okay, das ist tatsächlich, glaube ich, das aus dem Prolog. Nee, aber wie gesagt, bei mir, ich bin selber dran schuld, beziehungsweise ist wohl Veranlagung. Die ganze Familie hat Diabetes. Wurde als Kind falsch ernährt, wisst ihr? Da sagt man, wir im Osten hatten nichts. Aber ein bisschen Süßes muss es ja gegeben haben, ne? So, du hast neue Aufgaben bekommen. Hab ich. Einige Dinge wie Möbel oder andere leichte Elemente können. Links für Aufheben, rechts für Wurf. Leertaste, um fortzufahren. Was haben die mit der deutschen Übersetzung gemacht? Ah, ich muss halten. Oh Gott. Damit ich ja das Tutorial nicht verpasse. Okay. Weiß ich gar nicht, ob wir das hier hatten. Aber ich weiß, das ist geil hier. Wir können. Ich glaube, rechte Maustaste, dann zielt er automatisch dahin. Und er trifft auch. Naja, das war jetzt nicht richtig hinten reingetroffen, ne? Aber okay. Zählt das hier als Möbel? Scheinbar. Ich kann eigentlich... Du hast neue Aufgaben bekommen. Was? Wirf 20 Kilo in einen Lastwagen. Au. Soll ich die 20 Kilo in der Hand haben, um zu werfen? Oder soll der Lastwagen einfach 20 Kilo beinhalten? Okay, warte. Okay. Weil ich habe da jetzt gar nicht gesehen, wie viel Kilo ich in der Hand habe. Steht das? Stand das irgendwo? Ich habe nichts gesehen. Ah, hier, Spieler. Da unten links. Alles klar. Drücken für Zuschlagen. Rechtsklicken für Bonk. So, das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im ersten Teil. Daran erinnere ich mich. Ich habe es aber gar nicht gesehen. Wie wähle ich das aus? Ach, da. Leuchtezert mit 2. Mhm. Habe es jetzt seit 13 Jahren durch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und bei mir... aus der gesamten Familie hat es keiner. Okay. Ja, das ist aber auch krankheitsbedingt, wenn du so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hast. Ich gehe davon aus, dass es daher rührt. Da kannst du halt auch nichts für. Meine Bauchspeicheldrüse war in Ordnung. Ah, das hat eine Anzeige. Nice, das wusste ich nicht. Und der trifft auch gleich 2. War damals im Prolog nicht. Aber es ist ja ewig her, dass ich das Spiel... Also, das ist seit einem Jahr ist das ja raus. Quasi. Ich halt nicht verstehe, dass die 2 DLCs haben. Schon. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Zerstöre 12 blaue Verbindungspunkte. Nimm 5 Teile ab.
Reiche ich da ran? Ja. Da reiche ich nicht an. So lange Arme habe ich nicht. Nee. Entschuldigung. Speichel bildet sich im Mund, nicht im Bauch, ihr Narren. Ja, aber dein Bauch hat auch Speichel. Ja. Na, und es geht ja auch um eine Drüse. Irgendwoher muss ja dein Speichel im Mund kommen. Und so eine Drüse ist ja dafür bekannt, dass dir den Speichel spritzt. Also eingestellt den Speichel, die Drüse her, die Bauchspeicheldrüse, und gelangt dann in deinen Mund. Deshalb, also das ist der Grund, warum deine Ex-Freundinnen immer sagen, dass du küsst wie ein Waschlappen, weil du zu viel Speichel produzierst. Zu viel Bauchspeichel. Wurdest du als Kind zu oft auf den Bauchnabel geküsst? Warte, ich glaube, das fällt ab, wenn ich das hier abmache. Ne? Es fällt nicht ab. Ah, jetzt fällt's ab. Hab ich mir gedacht. Was ist das? Zum Zertrümmern. Penis! Penis! Ich zertrümmere. Rechtsklick zum Zertrümmern. Das ist das Bonk. Und hallo Lia. Oh, Lia ist da. Jetzt. Also. Jetzt. Lia kennt sich besser aus. Ja, waren 6 Tage künstliches Koma. Dann 6 Wochen nochmals Krankenhaus. Normales Krankenhaus. Und zum Schluss noch 7 Wochen Kinderklinik. Zum Einstellen des Diabetes. Einstellen. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder gemusst, aber nee. Bei uns ist gerade Deppenparade. Ja, ich hätte jetzt eher gefragt, seid ihr, ich weiß ja nicht, wie weit das Hochwasser ist, aber ihr seid nicht betroffen, oder? Hoffe ich. Deppenparade. Das heißt, irgendwelche Demos gegen, für die Demokratie, für freie Meinungsäußerung, weil es die ja in Deutschland nicht gibt. Treffen, wäre cool. Also ich sehe das momentan, also ich will jetzt nicht böse sein, aber den einen oder anderen, ich weiß nicht, ob das als Gag gemeint ist oder nicht, aber ich habe ein Experiment gewagt und habe mich ein bisschen mehr angestrengt. Ich hab einen YouTube-Short bearbeitet, beziehungsweise YouTube- und TikTok-Short. Und hab die mal hochgeladen. Und sind die erfolgreichsten, die ich habe. Aber auf YouTube kommen Kommentare. Die haben den Gag von dem Short nicht verstanden. Die haben einfach den Gag, die nehmen das einfach komplett ernst. Das war das, wo ich gesagt habe, guckt mal, hier im Pizzakarton, da sind Fettflecken drauf. Und ich zeige euch jetzt, dass das Spiel einen Bug hat. Weil das halt, gehört halt nicht in Papier und Pappe. Ja, und dann drücke ich auf den Knopf und dann steht da Hausmüll. Und das war der Gag. Ich dachte, das Spiel sagt mir, dass es in Papier und Pappe kommt, aber es gehört halt zu Hausmüll. Und die Leute kommen da echt mit, also die... Oh. Das hätte man mir schon... Das muss mir der Staat beibringen, ist selber dran schuld. Ich schmeiß das immer noch in Papier und Pappe. Was sollen denn so eine Kommentare, weißt du? Und dann erzählt der eine, das ist kein Bug. Ich habe wohl meinen eigenen Fehler nicht erkannt. Das ist schon richtig, wie das angeht. Die haben den Gag einfach nicht verstanden. Warum? Warum gibt es solche Menschen? Genau, die Deppen. Und wegen Mannheim sind es diesmal echt viele.
Wenn es mal umgekehrt ist, ne, und die Rechten machen irgendwas, da siehst du die aber auch nicht zum Demonstrieren, oder? Die kommen immer noch dann raus, wenn es zu denen passt. Guck mal. Falsches Werkzeug. Danjo ist auch mit auf der Straße, ne? Okay, aber ich war nur 3 Tage im künstlichen Koma. Aber wegen was anderem. Wie kann ich hier nicht runter? Jetzt. Nein, komm, ich hab's doch fast. Ich hab's doch fast. Na dann nicht. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Wirf 80 Kilo in den Lastwagen. Ja, sag das doch. Ich bin schon bei 51 Kilo. Und weg. Ich kann so weit, weißt du, ich kann nur 60, ich kann nur 60 Kilo tragen, ja. Aber ich kann die 60 Kilo Kilometer weit werfen. Mann, fängt alles auch die Linken. Ja, scheinbar nicht. Du kriegst ja Glasfaser, ich nicht. Ihr wohnt ja nicht zur Miete, oder? Das ist euer Haus, Danjo. Ich glaube, hast du mir erzählt, das ist euer Haus. Das ist mal ein Doppelhaus oder sowas, ne? Oder eine Art Doppelhaus war das. Also bei euch gibt es keinen Vermieter, der entscheidet, nee, ich nehme es doch nicht. Bei euch ist das Glasfaser dann sicher, ne? Da gibt es aber wieder Demos gegen rechts und die verstehen aber auch nicht, dass die Leute, die hierher geflüchtet sind, also die echten Flüchtlinge vom Islam geflüchtet sind, das ist halt, ja, das ist halt die andere Sache, ne? Was nicht? Was ist das hier? Draht? Wieder extra Geld, oder? Ich hab grad nur 26 Kilo, gib mir mehr. Zu viel Gewicht. Naja. Nee, ich hab das schon verstanden. Danke für die Info. Uns gehört der Grund, auf dem wir leben. Ja, die Pullen nehmen uns alles, ja? Die nehmen uns einfach alles. Fuck Danjo. Was war das denn? Das ist mein Geld. Gib das her. Und zerstöre 4 gelbe Verbindungsstücke, nimm 5 Teile ab. Ah ja, warte. 3. Das hier. Ach, wo ist denn eigentlich die Techno-Musik? Gibt's eine Bauarbeiter-Playlist? Zeig mal. Muss ich wahrscheinlich erstmal suchen, dann auf Playlist. Baustellen-Playlist. Das klingt doch fantastisch, oder? Januar 23, vor 4 Wochen. Wird also noch aktualisiert. Da einmal durcheinander und dann I'm good Blue Baby Rexa. Was denkst du, wie schnell ihr den Grund los seid, wenn unter dem Haus seltene Erden gefunden werden? Das würde ich mir aber teuer bezahlen lassen. Da würde ich jeden Anwalt dafür nehmen.
Lia, wie ist denn das eigentlich? Muss ich mein Insulin nehmen, wenn ich nicht esse? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Abendessen ausfallen lasse, muss ich mein Insulin trotzdem nehmen? Ich frag für einen Freund. Nehme ich jetzt wieder mit der Hand? Ah ne, da brauchen wir einen Hammer nochmal. Ach, kann ich schon zertrümmern? Zertrümmern kann ich das. Ei, rote Verbindungsstücke. Ah ja, nächstes Werkzeug. Wenn du nicht isst, solltest du kontrollieren. Ja, kontrollieren mache ich nicht mehr. Ich kann nicht unterzuckern. Ach so, ja, nee, ich spritze ja trotzdem. Aber es war jetzt bloß so. Spritze auch, wenn ich nicht esse. Weil ich halt nicht unterzuckern kann. Hä? Ich habe doch Dinge aufgenommen. Ach, den Hammer wieder aus der Hand nehmen. Ach ja, wie wär's mit einem Implant? Weiß nicht. Du meinst, aber das Implant, das misst doch immer nur, oder? Mess ja nicht mehr. Sonst wäre es auf jeden Fall praktisch. Gar keine Frage. Als letztes Mal messen wollte, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Weil es mir doch irgendwie ja nicht so gut ging. Und ich dachte, eigentlich kann es nicht sein, aber ich messe mal. Vielleicht bin ich ja tatsächlich unterzuckert. Habe ich gemerkt, dass die Batterien alle sind. Schon ewig. Ja, aber dann kannst du eventuell auf Tabletten umstellen. Aber das hat doch nichts mit Messen zu tun, oder? Wir sind Polen, wir haben das Grundstück geklaut. Das gehört jetzt Polen. Das ist jetzt andere Nationalität. Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich... Das ändert doch an den Werten nichts. An den Messwerten. Ich meine, ich habe ja am Anfang nur Tabletten genommen. Hier herrscht polnisches Grundrecht. Das sind keine Reichsbürger, das sind Polbürger. Willst du aber deutsches Glasfaser nehmen? Aber zum Glück, Danjo. Wenn die Glasfaser anlegen bei euch, es sind wahrscheinlich keine Deutschen, die bei euch dann rumbuddeln werden. Also seid doch vor Spionen sicher. Ja, der Vorteil ist halt, dass du mit einem Implantat dauerhaft Werte bekommst und dann kann man einfacher mit Tabletten oder geplant essen.
Ja. Ich wollte jetzt eine passende Antwort liefern. Wir passen mit Baseballschläger auf, dass die uns nichts klauen. Was, amerikanische Baseballschläger und habt ihr auch geklaut, oder? Was wollte ich Ihnen sagen? Also, du hast auf jeden Fall recht, ja, Lia? Das, ja, aufgrund der einfacher, also aufgrund dessen, dass es dann leichter ist, ja. Also mit der Handhabung allgemein dann. Weil es ist leichter, eine Tablette zu nehmen oder zwei, anstatt sich dann irgendwo zu spritzen, irgendeinen Rückzugsort zu finden und dann die Spritze zu setzen. Warum treffe ich die nicht? Egal. Doch, die treffe ich ja. Aber ich bin ja meistens zu Hause. Und ich werde ja erst, also mir wurde gesagt, ich bin erst im August, was im August? Ich glaube, im August bin ich zum Grillen eingeladen. In Japan. Ich glaube aber, das werde ich absagen. Verratet's Lia nicht. Denn nicht hier. Was ist eigentlich? Zerstöre rote Verbindung. Was sind denn rote Verbindungen? Ach, hier. Ein Hammer drauf, ne? Ich habe jetzt mehr als... Hä? Ich suche noch rote Verbindungen. Ich trage zu viel, genau. Das ist schon ein bisschen nervig. Das ist das Erste, was ich ändere, dass ich mehr Gewicht tragen kann. Ins Fitti. Ach ne, eben. Gym-Simulator war noch was, ne? Das habe ich mir gar nicht notiert. Implant funzt aber nicht mit jeder Art von Diabetes. Kommt auf die Stärke an. Man sagt, das wäre der feinste Fressladen zwischen hier und San Francisco. Tut mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Bitte sehr. Mhm. Weg. Was meinst du mit... Kommt mit Stärke, meinst du, Wie sagt man das? Wie weit die Diabetes fortgeschritten ist? Oder was meinst du damit? Wie schwer man betroffen ist? Aber klar, sollen die deutsche Glasfaser auslegen hier. Wiederaufbau, Reparation im Zweiten Weltkrieg. Naja, zum Glück kann man sich das schönreden, weil im Prinzip bleibt das Glasfaser ja in der Familie. Von einem gewissen Standpunkt aus. Nein. Wie viel kann der LKW tragen? Da steht gar nichts drauf. Oh, guck mal hier. Das bringt extra Punkte bestimmt. Drücke zum Aufheben. Es geht nicht. Okay, rote Verbindung. Ich glaube, wir müssen mal oben... Halt, was ist das hier? Ah, gucke. Nee, das ist nicht. Das zählt auch nicht. Thank you.
Und hallo John natürlich. Importiert nennt man das. Ihr habt meine Verwandten getötet, ja. Alle drei. Wenn die bei uns Kupfer legen, ist das Kupfer weg nach einem Tag. Ob du überhaupt noch Insulin selbst produzierst. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Den Koffer würde ich gerne aufmachen. Geht wahrscheinlich nicht. Nee. Was sind denn hier rote Verbindungen? Minus 50 Sekunden Delay. Ich sehe Sachen, bevor Knorke sie sieht. Ja. Das sind doch, die sind doch dafür, oder? Hm, gut gemacht. Jesus, da bin ich mir nicht sicher. Also das... Gut, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber damals, als ich zum ersten Mal Bilder, Videos dazu gesehen habe, dachte ich, das sah sehr merkwürdig aus. Oder ich verwechsel es gerade. Du wirst dann sehen, was du gut gemacht hast in 50 Sekunden. Ja. Ah, wieder Verbindung verloren. Das ist die Bauarbeiter-Playlist? Ich kann froh sein, dass kein Schlager drin ist, ne? Und sonst, was habt ihr so die Woche vor? Meine Dungeon fiebert ja auf den 7. hin.
Und Lia oder Tarumis haben ja jetzt das Soul Mask auf der Wunschliste. Es sieht interessant aus, tatsächlich. Ah, okay, wir können auch damit. Mit Mausrad. Im Augenwinkel irgendwas gesehen, was im Dashboard passiert ist, aber jetzt sehe ich nichts mehr. Das mit den Armen wird aber auch mal schlimmer. Fahren wir bis zum 7.6. Ja. Was ist mit Cosmotier? Cosmotier jetzt out? Mit der, was ist, wo ist denn die nächste Verbindung? Das macht mich gerade total kirre. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, warte mal. Ach nee, Simplex hat das geschrieben. Bis zum 7.6. Weil du genauso wie Dungeon auf dieses First Last Descent Dingsbums wartest. Und dann ist Foundry tot für dich. Das ist ja frech. Ja. Okay, dann ist Foundry tot für dich. Ich verstehe. Man muss Prioritäten setzen. Wo denn das? Ach, warte, das ist dahinter, ne? Muss die Platten loswerden hier. Tim ist halt ein Mensch mit Geschmack. Nein. Wie viel Delay hast du denn? Meinst du mich oder Danjo? Katastrophe. Ich hab Brain Lag, das ist was anderes. Dich? Hä, was soll ich denn für ein Delay haben? Ich hab kein Delay. Ihr schreibt einfach zu spät. Da oben? Warte, so haben wir auch nicht geplant. Wieso ist da oben was?
Ach stimmt, das Spiel hat übrigens in der Beta-Branche Multiplayer. Also Ship Graveyard Simulator. Warte mal, okay. Versuch die mal kaputt zu machen, aber das dürfte doch gar nicht zählen, oder? Und da ist irgendwas dahinter. Ah! Alles klar. Genau, selber zielen. Oh. Wir können jetzt schon den Computer benutzen. Hä? Hä? Ja, die existiert. Also, ich lese doch nicht instant, was ihr schreibt. Das ist ja aber darauf bezogen, welches Spiel ist es am 7.6. Ja. Und das Nein auf den Tod von Foundry. Ah, das ist ja auch noch ein Nein, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist passend zu dem Text, den Dungeon dann geschrieben hat. Ne? Simpel ist halt ein Mensch mit Geschmack und du schreibst Nein. Soll ich jetzt wirklich zum Computer gehen? Oh. Wo ist mein Computer? Ah, da. Ein Glück bin ich eine Maschine. Was Rennen angeht. E zum Verwenden. Du hast neue Aufgaben bekommen. Vertrag im Computer einfordern. Ach so, wir haben den Stahl. Okay, jetzt kriegen wir $10. Ich sehe gerade, ich hab nur $75. Wo lernst du? Hast du gelernt Japanisch in Japan? Bei Animes. $10. Wow. Ah, jetzt kommen wir zum Metall sortieren. Kann ich hier drüber springen? Warte. Jetzt kommen wir da. Damals Streams gesehen. Oder von einem Streams gesehen. Der war bei dem Metall sortieren. Und das war übelst laut.